Willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker. Episode 2, Kapitel 9. Tragadons Rache. Da habe ich euch ja schon im letzten Part geteasert. Und jetzt ist es soweit. Ein neuer Kampf gegen den altbekannten Drachen. Ja, und er hat immer noch die Beule vom letzten Mal. Moment, dass es ziemlich merkwürdig ist, das mit den Joy-Cons zu drehen, anstatt mit dem Gamepad. Was zum Geier? Irgendwie hat sich da meine Kamera komplett rausgeklitscht. Habt ihr das gesehen? Was? Okay. Schnell runter. Was ist hier? Ich darf nicht schauen. Ich darf es nicht. Nee, nicht. Oh. Sehr wichtig, sehr wichtig. Hallo? What? Ah, Adcent. Also was ist denn der zweite Kristall? Oh. Geh da hoch. Was ist denn daran? So, man kann da durchgehen. Das ist interessant. Ah, zurück! Scheiße. Zurück war der falsche Weg. Hab schon mal erwähnt, dass mir Chicken ziemlich scheiße zu spielen ist. Wenn ja, dann wäre ich es jetzt ziemlich nochmal. Übrigens, man braucht gar nicht ZR gedrückt zu halten. Man kann auch einfach B drücken. Shit. Okay. Dann hoch. Was? Ich dachte, das wäre... woanders. Okay, mehr mit dem Boss kann ich nichts, dann wäre auch eher auch dumm gewesen. Ich sehe da oben schon den Stern. Sehr großzügig. Ich alles wieder zurück. Manchmal wird man auch einfach getroffen. Das ist dann damals als unfair bezeichnet. Übrigens regt mich hier diese Einblendung total auf. Jetzt stelle ich es wegen. Ja, geil! Weil diese Einblendung mich gestört hat! Oh! Hätte dieses X wirklich sein müssen. Ich bin mir letztens auch der Münze bekommen, als ich schon lang gegangen bin.
Gatsby hat sich jetzt gestorben. Nee, die letzten Endes die Mission hat nichts mit Münzen zu tun. Ah, Rückzug! Oh mein Gott, was ey. Da war ja der Kristall drin und keine Münzen. Ach komm, als ob. Aber er hat wenigstens nicht getroffen. Also, er macht. Er spastet aus. Als ob! Ja, woher kam das denn? Das war scheiß unfair. Das kam aus dem Nichts, kam das an. Weil da war wenigstens ein Schatten, aber das eben, das war so nur ganz random. Bewegungsstörungen, die Tatsache, dass vieles viel zu random ist und die Tatsache, dass da diese scheiß Einbindung ist, macht einfach den Kampf schlecht. Das ist sehr schade. Das ist so. Nein, 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 nein. Und ich werde wieder vollkommen unverdient getroffen. Und diesmal werde ich bitte nicht verarscht, denn das wäre cool. Ja, hallo! Scheiß Einblendung! Das ist so scheiße programmiert! Okay, so meine Meinung dazu. Das ist einfach scheiße. Das war da. Da portet man sich sogar noch zurück. Es ist schon so, dass die Einblendung abfuckt, aber portet sich noch zurück. Oh, da konnte man doch die Krise kriegen. Ich meine, das hat das doch mal. Das muss doch sowas getestet worden sein. Ich meine, so Nintendo wahrscheinlich waren 100 Leute, die da getestet haben. Haben die etwa alle im Mund gehalten, oder? Oder reg ich mich hier nur künstlich auf? Ich meine, keinen Schaden erlitten. In anderen Worten, Bullshit, denn man wird einfach getroffen, weil scheinbar die Programmierer Bock hatten darauf, dass man getroffen wird. Das ist aber scheiße. Nein, wer ist von euch wirklich der Meinung, dass ich meine Hits mir verdient habe? Ich kann da nicht durchgehen. Warum kann ich das denn nicht? Ja, wie zum Beispiel. Jetzt könnte ich. Hallo! Gehe. Geil. Besser sehen. Ist es wieder resettet hat nicht. Warum resettet sich das durch die Cutscene? Dieser gottverdammte Einblendung. Macht mich genauso sauer wie gerade der Drache. Weil es einfach scheiße ist. Okay, da war ich im Schatten. Habe ich es wohl nicht gesehen, oder was? Was? Oh mein. Ich dachte, ich würde jetzt einen Hit kassieren. Was wieder vollkommen scheiße wäre. Aber war doch nicht der Fall. Mach schneller! Okay. Hab ich es dann doch noch geschafft. Ohne vom Spiel verarscht zu werden. Also wie gesagt, wie könnte man das fixen? Erstens keine Bewegungssteuerung.
Zweitens, Einblendung weg, sowas nervt nur. Drittens, man lässt sich hin teleportieren. Viertens, man müsste einen Knopf drücken, um das überhaupt zu aktivieren. Das spricht ja das mit dem ZR. Man muss den ZR drücken, um das Ding drehen zu können. Oder B. Geht auch. Aber warum wird man dann trotzdem dahin geportet? Das macht keinen Sinn. Und ist einfach nur Bullshit. Und dann wäre der Bosskampf auch eigentlich ganz solide. Ich glaube, die Pixel tot nicht. Hallo? Einblendung, geh weg. Vertraue darauf, dass er Geräusche macht, der Pixel tot. Steigt. Okay. Okay, fertig. Aus diesem... Ich will sie nicht als Desaster bezeichnen. Aber... gerne, was wir hier haben. Das ist wie so ein Automatik-Level. Einfach nur um zu zeigen, dass der Drache mächtig ist, oder? Wozu dient das? Keine Ahnung, was das in der von diesem Level ist. Okay, Level 10, das Rätsel der Rotationsruinen. Ha! Atmen. Dann kann ich mich noch in etwa erinnern. Wobei ich jetzt wirklich nicht allzu schwer fand. Sehe ich schon ein Kristall. Das hätten wir hier ebenfalls ein Kristall. Also muss ich es ja mehrfach machen. What the fuck? Als ob. Wenn ich nicht hier mit den Dings dann. Ich auch Mist in die falsche Richtung drehe. Natürlich kann ich das. Dann bleibt mal schön da. Also, Nummer 2. Und ich könnte prinzipiell drauf, aber das bringt mir nichts. Einblendung! Thema Einblendung! Was war denn das für eine Scheiße? Seht ihr, was ich meine mit dieser Einblendung? Ist komplett scheiße.
nicht weiter. Los, geh da rein. Ah, das ist sehr komisch. Das ist sehr, sehr komisch. Ja, ich würde gerne Kameraperspektive ändern. Ich glaube, ich würde mal gerne hier unten mich mal ein bisschen umgucken, denn da war was. Dann kann ich mich erinnern. Da waren da immer Goldpilz. So sicherlich die Quest. Oh. Achtung! Okay. Hätten wir hier noch was? Ja, ein paar Coins. Nehme ich mal mit. Dann haben wir 129. Jawohl. Sogar drei neue Aufgaben, die wir lösen können. Okay, Pixel Toad. Eigentlich kann er sich hier wirklich nicht schwer verstecken. Hallo? Ja, hallo? Ich glaube, der ist in diesem Sub-Bereich, der in der Röhre. Na komm, ich denke, war das nicht gezählt. Das ist nicht gut. Okay. Ich würde sagen, ein Level geht noch, oder? Genau, ein Level machen wir noch. Wächter der Wackeltreppen. Ah, das kann ich mich erinnern. Irgendwie mag ich die Idee. Außer wenn das Level sehr simpel ist. Aber hätte ich mir viele Münzen zurückschonen können. Eigentlich gehört das Level meiner Meinung nach in die erste Welt. Aber also in die erste Episode. Aber sonst, so von der Idee her, ist es gar nicht mal so schlecht. Ich mag es. Nachdem ich ja bei dem Drache ja ordentlich Kritik ausgeteilt habe, muss ich auch mal ein paar Dinge loben. Ich glaube, das ist schon ein Ort für Pixel Toad. Anders als in den anderen Leveln.
Ende zum Stern. Ah, da unten. Da ist noch ein Objekt meiner Begierde. Ich habe schon eine Ahnung, wo es lang geht. Jawohl. Jetzt muss ich wieder. So. Ach so. Okay. Also wie gesagt, meiner Meinung nach gehört das Level in die erste Welt. Weil es ja doch recht simpel ist. Geheimer Goldpilz. Okay, ich glaube, da haben wir die Herausforderung gefunden. Wie ich gerne Goldpilzaufgaben nur hasse. Jetzt sieht sowas sein können, wie keinen Schaden erlitten. Oder sind so viele Münzen gesammelt? Wäre einfach interessant gewesen mit dem Fuzzi hier. Da. Ja, okay. Was? Wie wurde ich da von dem Stachel nicht getroffen? Das war ja ultra weird. Okay. Oh, Mumie. Hat er das schon mal in diesem Let's Play? Ich glaube nämlich nicht. Ja, null. Es wird auch in den späteren Leveln interessant, und zwar in Bonus-Leveln. Alles werde ich mich springen. Okay, halbe Minute. Es geht einfach darum, Coins zu sammeln. Viele, viele Coins. Okay, da habe ich jetzt meinen Hit kassiert. What the? Den Goldpilz und das One-Up. Und den Münzenstapel. Verdammt, da war noch was gewesen. Naja. Doch mal genügend Coins für den One-Up und das One-Up wäre noch drin gewesen. Man kann übrigens in die Box reingehen mit den Fragezeichen, die ich ja bewusst überspringen habe, dann kann man ins nächste Level, von denen gibt es 50. Aber das ist innerhalb der 30 Sekunden ziemlich unmöglich. Was? Das ist doch nicht der Pixel Toad. Ich war mir sicher. Ihn hier. Hier oben. Ich noch mal ein bisschen näher zoomen. Da bin ich runtergefallen, auch deswegen, weil es Geländer gibt, kann es eigentlich in eine spätere Welt rein. Was ist das denn? Da war es ganz laut. Aber ich will erstmal den Fuzzi ausschalten. Bam.
Was? Zum... Zum Geier? Wahrscheinlich, weil es dann keine guten Versteckmöglichkeiten hat, haben die einfach die asozialsten, Abfuck aller Zeiten genommen, oder was? Na, es war simpel, schaffen und so scheiße. Okay, weiter geht's mit Level 12 in der zweiten Episode im nächsten Part. Ich sag ciao, Leute.